Ahoi, moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wenn ein Tabletop-System perfekt zu einer Sommerpause passt, dann ist es natürlich Freebooters Fate. Tropische Inseln, karibischer Rum und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Von daher wollen wir heute einmal Bootsholz verwittert bemalen, damit es perfekt zum tropischen Piratensetting passt. Wir haben uns daher das Boot Barcassa von Freebooter Miniatures geschnappt, das kürzlich zur Freebooters Fate-Erweiterung Raging Rivers erschienen ist. Bei unserer Bemalung verzichten wir übrigens bewusst auf spezielle Holzfarbsets, wie sie von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Stattdessen verwenden wir drei simple Farben, die wohl jeder Tabletopper in seinem Sortiment haben sollte. Ein helles Grau, ein tiefes Schwarz und ein Holzbraun. Je nachdem, welche Art von Holz ihr darstellen möchtet, kann das Braun durchaus etwas rötlicher oder auch grünlicher sein. Zunächst schauen wir uns einmal an, wie verwittertes und von der Sonne ausgeblichenes Holz aussieht. Ihr erkennt, der ursprüngliche Braunanteil ist je nach Verwitterungszustand fast verschwunden und verschiedenen Grautönen gewichen. Entsprechend mischen wir uns aus unseren drei Farben zunächst einen dunkelgrauen Grundton zurecht, und zwar aus viel Schwarz, etwas Holzbraun und einem Tick hellgrau. Damit wird unser Boot nun erst einmal grundiert. Je nachdem, was ihr für ein Modell bzw. Material wählt, solltet ihr es vorher mit Spüliwasser entfetten und nach dem Trocknen sprühgrundieren. Vor allem bei Zinn-, Plastik- und Resinmodellen ist diese Vorbereitung empfehlenswert, damit die Farben besser haften. Ist die Grundierung getrocknet, kommen wir zu den Mitteltönen und Highlights. Als erstes mischen wir uns aus dem Schwarz und Hellgrau ein mittleres Grau zurecht, das wir noch mit einem Tick Holzbraun anreichern. Damit und mit einem breiten Borstenpinsel wird das Boot nun trocken gebürstet. Das mittlere Grau von eben wird nun durch die Zugabe von etwas Hellgrau aufgehellt, um damit erneut das Boot trocken zu bürsten. Je nach Geschmack wird dieser Graumix abermals aufgehellt und das Boot ein weiteres Mal trocken gebürstet. Achtet hierbei darauf, dass sich nur ganz wenig Farbe auf dem Pinsel befindet und ihr immer aus der Richtung bürstet, wie das Sonnenlicht auf das Boot fallen würde. Also nur von oben und schräg oben, aber nicht von unten. Damit wäre das Boot eigentlich auch schon fast fertig, es fehlen höchstens noch ein paar Washes. Wir möchten aber noch eine weitere Technik einsetzen und greifen daher zu handelsüblichem Haarspray und Salz. Das Salz sollte grobkörnig und mit ein paar feinen Kristallen darin sein. Am besten ist ein Mix aus verschiedenen Salzen. Die Außenseiten des Bootes werden nun draußen dick mit Haarspray eingesprüht, um dann geschwind das Salz drauf zu streuen. Seid hierbei nicht geizig und geht gerne etwas ungleichmäßig vor, damit das Ganze in etwa so aussieht und dann gut durchtrocknen kann. Jetzt suchen wir uns zwei Farben, mit denen die Außenseiten des Bootes bemalt werden sollen. Wir greifen zu einem Orange-Rot und einem Mischweiß. Ein Mischweiß ist kein reines, knalliges Weiß, sondern etwas abgetönt. Dem Orange-Rot mischen wir noch einen Tick von unserem Holzbraun bei, damit sich die Farbe dem Rest unseres Bootes annähert. Je nachdem, wie dickflüssig eure Farbe ist, sollte sie wie üblich noch mit etwas Wasser verdünnt werden, damit am Boot keine Details verloren gehen. Anschließend werden mit dem Orange-Rot alle äußeren Planken bemalt bzw. betupft, wobei wir eine Reihe auslassen. Diese Plankenreihe bemalen wir nämlich mit dem Mischweiß, das wir ebenfalls etwas verdünnen und einen Hauch Holzbraun beimischen. Seid auch hier beim Malen vorsichtig und tupft die Farbe eher auf, damit sich kein Salz ablöst. Anschließend muss alles rund 1-2 Stunden richtig gut durchtrocknen. Mit einem weichen Pinsel, warmem Wasser und Küchentüchern wird das Salz dann vorsichtig abgelöst. Weicht das Salz und Spray mit dem Wasser auf und tupft den Schmodder dann vorsichtig ab. Hierbei keinesfalls mit dem Tuch reiben, denn dann brecht ihr die Salzkristalle samt der Farbe darunter ab. Um nun die abgeplatzten Farbstellen und sämtliche Holzkanten noch ein wenig zu betonen, wird das Boot ein letztes Mal trocken gebürstet. Und zwar mit einem hellen Sandton, aber nur ganz, ganz leicht. Um auf dem Holz noch etwas für Abwechslung zu sorgen, greifen wir zu einem braunen und schwarzen Wash und verdünnen diese mit rund 50% Wasser. Ein paar Tupfer hier und da, sowie in den Ecken, sorgen dann für eine noch realistischere Holzoptik.
Wer jetzt noch Moos- oder Algenbewuchs darstellen möchte, wiederholt einfach diesen Schritt mit einem verdünnten grünen Wash. Wir betupfen damit ein wenig die Außenseiten nahe der Wasserlinie. Das war's dann auch. Und schon wäre unser Boot auch bereit für den Stapellauf. Wir sehen uns kommenden Freitag. Bis dann.